Lasst uns miteinander beten. Lieber Gott, wir bitten dich für unsere Gemeinde um deinen Frieden und deine Bewahrung, gerade wenn wir gar nicht so gut als Gemeinde zusammenkommen können. Stärke unsere persönlichen Verbindungen und gib uns deinen Geist, dass wir unsere Spiritualität vertiefen, unser Gebet lebendiger werde und unser Verständnis von deinem Willen wachse. Lieber Gott, wir bitten dich für verschiedene Personen aus unserer Gemeinde. Es gibt Menschen, die krebserkrankt sind. Für die bitten wir dich um Trost und vor allem um Heilung, dass es besser werden möge, dass du Zeichen der Genesung senden mögest. Es gibt Menschen, die trauern in unserer Gemeinde um einen geliebten Menschen, manchmal schon seit Jahren. Lieber Gott, zeig diesen Menschen, dass der Verstorbene nicht verloren ist, sondern dass er ihrem Herzen ganz nahe ist, und ja, gib ihnen die Hoffnung, dass sie sich einst bei dir wiedersehen werden. Menschen in unserer Gemeinde sind getrennt über Kontinente hinweg und können jetzt nicht gut zueinander kommen. Und wenn sie sich auf den Weg machen, dann müssen sie in diese Quarantäne gehen. Lieber Gott, sei bei diesen Menschen und stärke sie bei ihren tapferen Entscheidungen, entweder dort zu bleiben, wo sie sind, oder sich auf den Weg zu machen zu ihren Lieben. Lieber Gott, wir bitten dich für unsere Kinder, die bald wieder in die Schule können. Bewahre und beschütze sie. Stärke sie und lass ihre Freude auf die Schule nicht enttäuscht werden, sondern gib ihnen gute Begegnungen mit Lehrern und große Freude mit ihren Mitschülern, soweit das mit diesen komischen Regeln, mit diesen richtigen Regeln möglich ist. Lieber Gott, dein sind Tag und Nacht. Dein ist der Morgen und dein ist der Abend. Wir Menschen wollen so vieles und liegen dir mit unseren Bitten in den Ohren. Und immer wieder neu begreifen wir, dass es nicht so sehr unser Wollen, unser Vollbringen ist, sondern vielmehr deine Gnade, deine Güte, dein Geschenk, deine wunderbare Nähe mit dem Heiligen Geist, der unsere Herzen wärmt und weitet. Lieber Gott, gib uns Kraft, deinen Willen zu begreifen. Gib uns Kraft, deinen Willen auch zu tun oder zu lassen, was wir besser nach deiner weisen Entscheidung lassen sollten. Alles legen wir in das Gebet, das uns dein lieber Sohn, der Jesus, gelehrt hat, und sprechen das Gebet des Herrn miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns alle, der allmächtige, der allezeit liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.